So, heute hat es endlich geklappt mit Stanislav Vasilja. Stanislav kann schon zwar gut Deutsch, aber tut sich natürlich noch leicht in seiner Muttersprache. Jetzt haben wir netterweise einen Dolmetscher Mario dabei. Der Stanislav Vasilja ist in letzter Sekunde zu Austria gewechselt, kurz vor Transferende. Wie hat er die Wahl quasi dann im Nachhinein gefunden? Wie fühlt er sich wohl bei der Austria? Wie gefällt es ihm hier, das Umfeld? Kako se osjećaš ovde? Pa ne, zato se osjećam dobro, da je dobra atmosfera i sve to i to tako, recimo nešto, nemam pojma. Er fühlt sich gut hier, Atmosphäre ist gut in der Mannschaft, also er bereut es nicht. Das freut uns natürlich. Er war ja lange Zeit verletzt, hat sich das Kreuzband gerissen, jetzt hat er natürlich noch einen gewissen Rückstand, was die Fitness betrifft und natürlich auch das Tore schießen. Ja, kaže da imaš, da si ono što ti puknuo i da ti još možda malo nešto fali. Pa jesam, falim još tu malo onaj, za teretanu, znaš, moram ići to i za mišić, ali sve o svemu dobro je, kako je bilo. Mhm. Also er sieht auch da ein bisschen Steigerungsbedarf, das war körperlich und dann Muskel auch, was sich verletzt hat, dass da noch ein bisschen was zum Tun ist, aber das kommt noch. Er ist auf einem guten Weg. Wann glaubt er, hat er ungefähr die körperliche Leistung wieder? Kann man sich das ein bisschen 100%. Pa ne znam, možda još treba malo špil prakse, ali možda na ljeto, ili za mjesec dana, tako nešto. Možda kad počnem Meisterschaft, tako nešto. Ja, er sagt, dass man schon was arbeiten daran und es, er braucht Spielpraxis, ist klar, aber das kommt jetzt. Spielpraxis auch natürlich das Zusammenspiel mit der Mannschaft, jetzt am Schluss hat es immer besser geklappt, jetzt hat er fast in jedem Tor schon getroffen, das riecht nach mehr. Ja, kaže da se već se uklopio u ekipu i da se već zabio svaku tam skoro gol i već se nadaje više golova. Pa da, recimo da kad počnem prvenstvo, ja se isto nadam da bi zabio što više golova i da će to biti, da ćemo zajedno stvariti taj cilj za regionalnu ligu. Also, er sagt, er kann noch einiges dazu setzen. Das hoffen wir, dann sein persönliches Ziel für sich selber und das mit der Austria fürs Frühjahr? Ziel za ovu polusezon. Planiš da to budemo prvi i da dođemo u tu regionalnu ligu, to je najveći cilj, onda kasnije ćemo vidjeti. Cilj, ganz einfach, regionalna liga. Das ist unser aller Ziel und wünschen uns viele Tore. Dankeschön. Ja.